Ja, moin, liebe Freunde des alten neuen Stadtbaus. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und exakt eine neue Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Wir fahren fort, meine Damen und Herren, mit unserem kleinen Spielchen. Und ja, wie gesagt, neue Aufnahmesession. Und was halt noch dazu kommt, ich habe mich bei meiner Begrüßung die ganze Zeit vertan. Ne? Ich habe die ganze Zeit gesagt Städtebaus, das heißt aber eigentlich Stadtbaus. Auch wenn wir mehrere Städte bauen, aber trotzdem heißt es Stadtbau. Das heißt nicht Städtebau. Ja, erste Aufnahmesession im September. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was wir uns heute vornehmen werden. Das wird auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel, denke ich mal, heute. Wir haben ja beim letzten Mal die Speicherstadt tatsächlich fertiggestellt. Die ist hier. Die haben wir fertig. Glücklicherweise. Mir ist aufgefallen, dass unser Fisch recht knapp ist. Ich hatte, glaube ich, noch was nachgebaut, was Fisch angeht, aber... Ach, guck mal, hier kann ich noch was hinsetzen. Ja, das ist ja gut. Ein fairer Handel. Wie sieht es denn aus? Brauchen wir die Straßen hier noch? Ich glaube nicht, ne? Zumindest da nicht. Wie sieht es denn aus? Wie viel Platz hätten wir denn noch? Einen. Das ist nicht doll. Das ist ein Platz. Das ist wirklich nicht doll. Gut, im Kontor haben wir viel Platz. Ich muss erstmal so eine kleine Orientierung wieder reinkriegen, weil ihr seht hier, Fisch ist ziemlich gering. Ich habe schon gedacht, dass ich ansonsten die Fläche in Anspruch nehme oder die hier. Je nachdem. Ah, guck mal, hier ist sogar eine kleine Fläche, die wäre sogar frei. Pass mal auf, dann machen wir das mal. Dann hauen wir mal hier schön hier am Rand, wo es nicht so auffällt. Hauen wir hier dann noch ein Dings hin, ein Kontor hin. Passt schon. Da ist unsere Franziska. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ja, ich weiß, das machst du gerne. Weiß ich doch. So, jetzt muss ich erstmal, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinfinden. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich weiß ja, ich habe eine liebe Community. Zuschauerschaft, Entschuldigung. Wie sieht es denn jetzt aus? Orientalisches Kontor hat 70 Tonnen Platz, genau. Oh, die Teppiche sind voll, das ist schon mal gut. Oh ja, wir können auf jeden Fall deutlich mehr mitnehmen als vorher. Definitiv. Eieieiei. Es soll ja ein bisschen was übrig bleiben. Der Sultan wäre erfreut. Würdet ihr mir diesen... Nein. Entschuldigt, das Missverständnis. Ach, war kein Missverständnis. Kommst du zu einem schlechten Zeitpunkt. Ich weiß jetzt übrigens, was Most ist. Fruchtsaft. Habe ich mal nachgegoogelt. Weil das hatte mich tatsächlich mal interessiert, was es genau ist. Fruchtsaft. Was ist denn hier los? Wieso... Ach, du hast keine Straße, ne? Das ist natürlich schlecht. Du solltest schon eine Straßenanbindung haben, nicht wahr? Damit du deine Waren auch loswirst, Freundchen. Ja, wir gucken mal heute, was wir so reißen werden. Kiso ist hier, das ist gut. So, wie war das jetzt? Das muss zum Adligen. Hierhin muss das. Wir müssen in das Kontor, ne? Fürs Vorhaben, ehrgeizige Erstellung jeder Karte benötigen. Also, da steht aber nicht, wo die hin soll. Okay. Oh, es sagt sich so einfach, Mädchen, ne? Erstmal Kohle reinkriegen. Das sagt sich so einfach. Apropos Kohle reinkriegen. Ich habe ja schon so ein bisschen die Idee, tatsächlich, dass ich hier eine weitere Hafenanlage hinbaue. Wäre natürlich schön... Gibt es Neuigkeiten in dieser Sache? Ich arbeite dran, mein Freund. Ich arbeite dran. Ach, guck mal, hier haben wir auch doch auch noch jede Menge Platz. Guck mal, dann reißen wir das hier weg. Dann haben wir hier doch Platz. Ah, wobei... Ja, Platz haben wir, das weiß ich. Aber ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht brauchen wir noch Lagerhäuser. Aber die können wir ja gegebenenfalls auch... Wo sind denn die großen? Da. Können wir ja zur Not auch... Genau, die können wir ja zur Not auch rausballern. Das wäre ja nicht das Problem. Gut, dann würde ich mal sagen... Dann hauen wir einfach mal in einen gewissen Abstand. Sagen wir mal... So... Wir hier nochmal einen Fischer hin und da nochmal einen Fischer hin. Gleich zwei Stück. Damit sich die Fischbestände mal wieder ein bisschen berappeln können. Und dann hauen wir hier nochmal eine kleine Straße hin. Am besten hier auch nochmal, dann ist das schön angebunden. So. Hat uns jetzt ein bisschen Stein gekostet, macht aber nichts, weil... Entschuldigung. Ja, ich werde meinen Husten nicht los. Also der Husten ist zwar immer noch da, er hat aber tatsächlich von der Anzahl der Husten hat er abgenommen.
tatsächlich. Also, ich weiß, es ist ein schwacher Trost für diejenigen, die sich daran nerven, dass das Husten immer noch da ist. Ich wäre ihn auch gerne los, gebe ich zu. Bei 80 ist Schluss. Okay, das ist ja mal gut zu wissen. Ja, wir müssen mal gucken. Also mit unseren orientalischen Freunden. Ich hatte tatsächlich schon überlegt, ob wir hier eine dritte Dattelfarm hinbauen, damit wir auch mal hier unsere orientalischen Freunde hier mal ein bisschen ausbauen, damit die auch mal ein bisschen in Gange kommen. Aber ehrlich gesagt habe ich da noch so ein bisschen meine Ehrfurcht. Warum ist jetzt übrigens das Minus wieder so hochgegangen? Was ist da schon wieder los? Ach, weil ich zwei Fischerboote gebaut habe, ne? Wie kosten die denn? Und 15 Unterhalt für eine Fischerhütte. Und ich wundere mich, dass die Kosten so hoch sind. 15! Alter! Kann ich davon ausgehen, dass ihr meine... Das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Großzügige Ladekammern haben wir bekommen. Genau. Meine Flotte ist völlig unbedeutend, verglichen mit der des ehrenwerten Sultans. Ja, der Sultan, der hat natürlich die allerbeste Flotte, ich weiß. Die beste, die geilste. Kennen wir ja schon. Was wollte ich denn jetzt? Ja, wir wollten weiter unsere Stadt ausbauen. Ja, das ist richtig. Oh, hier fängt schon wieder an zu rußen. Aber wir müssten ja eigentlich... Ja, haben wir auch. Wir haben einen Zimmermann in der Nähe, das ist gut, der kümmert sich dann darum. Ja, was ich nochmal gucken wollte, wie sehen jetzt eigentlich die Vorräte aus? Ja, ist klar, dass das natürlich jetzt alles dementsprechend weit unten ist, weil wir halt momentan erstmal... Aber Fleisch, Alter, wie Fleisch hochgeht. Brot auch, meine Güte. Ja, die hauen kräftig raus jetzt momentan. Ist aber gut, so muss das sein. Fisch erholt sich auch, sehr schön. Most kommt auch gut in Gange. Aber momentan haben wir so viel Kapazität. Ich glaube, da brauchen wir uns wirklich keine Gedanken zu machen, was das angeht. Gut. Der Korsar belästigt uns ja schon länger nicht mehr mit seinen Schiffen. Ich werde mal eben hier aber nochmal ein paar Häuser setzen, wa? 1, 2 und 3. Passt genau. Wunderbar. Sehr schön. Darauf hatte ich spekuliert. Wir sehen in allgemein die Berechtigung aus. 23 Bauern dürfen aufsteigen. Alle anderen müssen... Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Ja, ich gebe mir halt Mühe, ne? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Wie sieht's dann aus? Da hinten würde ich gerne noch eine Schenke hinballern. Weil hier die unten werden wahrscheinlich sowieso nicht weiter aufsteigen. Außer zu Bürgern halt. Dann hauen wir mal die ersten 4 hier vorne mal gleich nochmal hoch zu Bürgern. So. Ein gutes Geschäft. Zimmermann, hier wird ja alles abgedeckt, ne? Ja, hier wird alles abgedeckt. Die Schenke deckt auch alles soweit ab. Was ist mit der Kirche? Oh, guck mal, die Kirche passt doch perfekt. Die Kirche deckt da alles ab, ist doch wunderbar. Was wollen wir denn? Eine Kirche, wunderbar, optimal platziert. Bisschen Eigenlob muss ja auch mal sein. Sagt er und kriegt gleich einen Hustenanfall. Ja, sehr schön. Hervorragend, Lars. Hm. Ich sollte mal gerade mit Geld ein bisschen aufpassen, weil momentan ist es ja mit Handeln eher nicht so gut bestellt. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Schiff? Das dürfte der orientalische Kollege sein, der Großvisier. Ich hätte fast schon wieder Sultan gesagt. Irgendwann passiert es wieder. Keine Sorge, Freunde. Das geht schneller, als ich gucken kann wahrscheinlich. Wie ist das eigentlich? Ich will mal Spaß haben. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Ja, alles gut. Ich wollte nur mal gucken. Das habe ich mir nämlich gedacht. Die orientalische Werft kostet Mosaik. Also das muss ich sowieso produzieren, das weiß ich. Früher oder später, aber... Ja, ist halt so die Frage. Wie sieht denn das Kontor als solches aus? Wir haben Indigo. Wir haben einen großen Brennofen. Erhöht die Produktion von Mosaik schon mal sehr gut. Und wir haben die Teppichknüpferei. Das heißt, auch die Produktion von Teppichwaren ist erhöht. Hängematte des faulen Mahds. Auch schön. Ein Abnehmer für diesen Plunder. Seine Faulheit wurde ihm zum Verhängnis. Ja, sehr schön. So kann man es auch bezeichnen. Ja, die Nanako, die ist ja dementsprechend vollgeballert momentan, ne? Mit Waren. Das habe ich ja schon gesehen. So, wie sieht es denn aus? Wie viele dürfen denn jetzt aufsteigen? 2. 4 haben wir aufsteigen lassen und nur 2 dürfen aufsteigen, obwohl wir so viele Bettler da haben.
Ah ja. Naja, gut. Finde ich ein bisschen merkwürdig, diese Rechnung, aber naja, gut. Ich will ja mal nicht so sein, Freunde, ne? Was ist denn das hier? Werkzeug, Wein haben wir noch nicht. Da muss ich noch warten, bis Wein da ist. Felle sind recht knapp, muss ich sagen. Wie sieht es denn allgemein mit Fellen aus? Franziska hat noch 26 übrig. Also noch haben wir eine gewisse Reserve da. Gut, ich werde mal ein bisschen beschleunigen. Azalea haut alles raus, was sie hat. Alles klar. Zur Zeit. Also, ja klar, weil die Kontore, weil das Kontor halt entsprechend mehr Volumen hat. Ja, ich möchte es mal so formulieren. Aber ja, Brot fühlt sich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sehr schön. Fleisch auch. Ah, es wird schon. Was haben wir denn hier? Rosenöl, Zuckerrohr, Zucker, genau. Und Mandeln. Mandeln. Habe ich eine Mandelinsel irgendwo? Das sind Datteln, ne? Ja, das sind Datteln. Datteln, Gewürze. Seide, Indigo. Habe ich keine Datteln? Ich habe keine Datteln. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Also scheiße, wieso habe ich keine Datteln? Hier sind Datteln. Zwei Kohleminen. Datteln. Ne, Mandeln. Entschuldigung. Mandeln, Kaffee und was ist das hier? Wenn für unser Wohl gesorgt ist, können wir uns ganz auf neue Entdeckungen konzentrieren. Akademie der Weisen. 5 Datteln, 5 Milch. Würde sich ja fast anbieten, ne? Dass ich da mal ein Kontor hinhau. Ich weiß, Lars, denke an deine Kosten. Ach, egal, wir hauen uns da jetzt einfach mal ein Kontor hin. Passt schon. Obwohl, das würde ich dann eher auf die andere Seite klatschen. Weil dann kommt der nämlich gleich direkt ran. Und ansonsten habe ich ja die Kohle, die ich hier abzweigen kann. Also die Insel wird uns so oder so von Nutzen sein. Außerdem interessiert mich, was die Akademie der Weisen für schöne Items abwerfen kann. Das wäre nämlich mal sehr interessant zu wissen. Vielleicht sind da ja richtig geile Gut. Items dabei. Handeln wir. Und unser Freund, der Großvisier, wirft nochmal um die 10.000 ab. Ein gutes Geil. Geschäft. Finde ich auch. Dankeschön, das hat sich sehr gelohnt. Momentan steigern wir ja die Produktion noch nicht, also von daher geht das noch. Haben wir hier eigentlich eine Kohlemine? Nee, da geht es nämlich schon los, das habe ich mir gedacht. Die hat nämlich keine Kohlemine, aber wir haben einen Riff hier, da ganz hinten. Aber keine Kohlemine ist ziemlich blöd. Hm. Also das heißt, eigentlich fällt Alexandrata damit schon als Eisenproduzent weg. In Rebellopolis haben wir ja die Werkzeugproduktion, da bleibt sie auch. Ich würde nämlich gerne dann meine Waffenproduktion verlegen. Wie sieht es denn hier in Rebel Hafen aus? Die haben ein Eisenvorkommen, das ist hier. Das ist ziemlich klein, 1200. Wäre ja nicht das Problem, das müssten wir dann bezahlen. Dann wäre es auf 2500, war das glaube ich hoch. Aber wir hätten dann eine Waffenproduktion, weil hier bauen wir ja auch die Kohle ab. Ne, wir haben ja hier eine Kohlemine, die ist ja recht kräftig. Die versorgt, glaube ich, genau, hier sehen wir das, die Kohle ist nämlich voll. Übrigens, das Icon taucht auch in 2070 auf. Ich glaube, der versorgt locker 2 Salinen, mal ebenso. Also das ist echt bemerkenswert und ist trotzdem noch voll. Also der schafft das locker 2 zu versorgen, finde ich echt gut. Also man darf gespannt sein, ob der vielleicht auch noch eine Dings versorgt. Hier ist auch noch Kohle und Quarz. Gut, Quarz würde ich da jetzt nicht... Also die Kohle ist hier wahrscheinlich am interessantesten, so wie sie die Fruchtbarkeit Mandeln. Aber da ist halt die Frage, wie groß sind die Felder dann. Insel des Wissens. Passt nicht mal. Insel des Wisse. Geil. Wissens. Verdammt. Ist alles viel zu lang. So. Sehr kreativlos, ich weiß. Aber was soll ich machen? Nun können wir uns wieder unseren Studien widmen. Ja,
Das ist doch schön. Es würde mich nämlich echt mal interessieren, was die für Items raushauen. Wenn sie Schrott raushauen, dann ist es so. Aber wenn sie richtig geiles Zeug raushauen, warum nicht? Mal ausprobieren, Freunde. Ich kenne das ja nicht. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen. Und solange unser Kontor in Rebellopolis sich sowieso erstmal füllen muss, obwohl da schon, wie ich sehe, die ersten Wahlen schon recht voll sind, was gut ist. Das heißt, wir können bald mit dem Verkauf wieder anfangen. Das ist sehr schön. Außerdem werde ich nochmal 4 Bürger aufsteigen lassen. Ich behalte ja das Ganze so nebenbei ja noch im Auge. So ist es ja nicht. Aber momentan... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das ist doch normal. Das ist doch nichts Neues. So, Moment. Dann zwacken wir uns mal das Holz ab. Genauso die Werkzeuge. Eisen ist nicht genug. Sonst noch was? Nö. Ich helfe euch gerne aus. Ich weiß. Die Kiso ist gerade auf dem Weg. Ja, also der Corsar, der verhält sich ja momentan sehr ruhig. Was ich auch sehr begrüße, muss ich dazu sagen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Am besten für die restliche Spielzeit. Ich weiß ja, dass er hier unten noch seine Flotte hat. Das war ja eine Riesenflotte, wie man gesehen hatte. Komm schon, enttäusch mich nicht. Letzte Aufgebot, was hast du denn da? Einäugiger Schiffszimmermann. Mhm. Ach, guck mal, er bietet dieselben Bedingungen wie die anderen auch. Es wäre ratsam zu zahlen. Übelriechender Rü... Super. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Kanonen für 402, alles klar. Aber sonst geht's noch, oder was? Er hat interessante Sachen, muss ich sagen. Haben wir uns eigentlich bei Helena schon eingeschleimt? Es tut gut, dich zu sehen. Oh. Was sagst du? Ist sie süß. Oh. Sie freut sich, uns zu sehen. Ist das nicht schön? So, jetzt brauche ich mal ein paar Datteln. Am besten nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Man weiß ja nie. Nicht wahr? So, dann nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit und schaffen das mal zur Wissensinsel, die wir ja frisch erschlossen haben. Ach ja, das Schöne ist, sollte die Kohle jetzt auf Rebelhäfen nicht reichen, oder Rebelhafen, sollte die nicht reichen, holen wir halt von der Wissensinsel nach. Ist doch praktisch irgendwo. Siehst du, jetzt sind schon 4, die aufsteigen können. Bin ja mal gespannt, wann die Adligen wieder anfangen rumzumeckern. Wir brauchen ein neues Bedürfnis. Wie ist das eigentlich bei euch mit der mit dem Glau... Apropos, hier fehlt was. Danke. Wir brauchen die Kapelle, aber die Kirche müsste doch eigentlich auch reichen, oder nicht? Für die Bettler. Die Bettler sind mir zwar ziemlich egal, aber man kann ja trotzdem mal gucken, ne? So ist es ja nicht. Wie sieht es denn aus mit der Ware? Gewürze 206. Ich muss die Gewürze mal im Auge behalten, glaube ich. Fleisch ist gut. Pelze ist auch ganz okay. Brot, Lederwämser, das ist ganz gut. Die Bücher auch. Bier ist auch auf einem guten Weg, würde ich sagen. Leinkutten haben wir ja in der letzten Aufnahme haben wir nachgebessert, das weiß ich. Fisch erholt sich sehr gut. Wunderbar, das freut mich. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier drüben nochmal eine Hafenmeisterei hinsetze, weil dann haben wir da nämlich auch noch einen Steuerungspunkt, dann geht das nämlich auch noch ein bisschen schneller. Aber wir gucken mal. Das wird schon irgendwie, Freunde, ne? So, die Kisumio kommt gerade an, das ist sehr gut. Wie kann der Geist stark sein, wenn der Körper geschwächt ist? Dann mach mal bitte. Wir haben 5 Datteln und 5 Ziegenmilch da. Sollte also jetzt kein Problem sein. Wir haben 442 minus. Leistet euren Beitrag. Und die Pforten der Akademie werden sich öffnen. Ich soll doch machen. Salam alaikum. Wir werden über neue Erkenntnisse nachdenken, sobald für das Nötigste gesorgt ist. Ach, guck mal, da schicken sie dann Markhan zum Kontor dann. Der holt dann die Waren ab, oder was? Oh, der geht aber anders vor, als der, den man sonst kennt.
Der, den man sonst kennt, der fährt sonst immer die Ware vor sich her. Ach, ich sehe gerade, wir haben schon wieder die Zeit. Oh, meine Güte, das geht aber auch schon wieder schnell. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Zu einem neuen Part von Anno 1404 Gold Edition. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.